Willkommen zu einer neuen Folge XCOM Enemy Within. Ich musste gerade kurz überlegen, wir haben eine verdeckte Operation gegen Exalt vorzunehmen, wo wir unseren Kollegen retten müssen, wo jeder mitkommt, bis auf der Stürmler. Wobei, das ist Nummer 2 und 4, der kann mitkommen. Weil, das ist Nummer 2 und den Stürmerin Nummer 2. Ich habe schon überall eine Nummer 2. Selbst die Unterstützer ist 3, ist das hier der 4. Also, das ist schon, das ist der 2. Stürmer, der 3. ist dabei, also ist gerade im Auftrag, der kommt mit. Ergo machen wir das mal eben mit diesem Trupp, denke ich, oder? Mitte, da ist Stürmler. Ach, das ist jetzt doch, das ist der. Das ist der gute Unterstützer. Ja, komm. AMK, mitnehmen. Go, 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 go. Wir haben Sichtkontakt mit dem... Wir haben eine Exalt-Zelle in Kanada aufgespürt. Unser Agent wird Hilfe brauchen, um die Daten des Gegners zu sichern. So, und mein Soldat ist ja jetzt nicht so schlecht, fand ich. Der hat 12 Leben, dafür, dass der keine Rüstung hat, finde ich das gar nicht so schlecht. Als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt... Das ist der Sender, da oben müsste der Codierer sein. Und wenn sie auch den hacken... Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, das könnte auch andersrum sein. Das könnte auch der Sender sein, weil da eine Radar-Ding dabei ist. Ich werde es erst erfahren, wenn Exalt kommt. So. Ich würde sagen, du gehst schon mal nach oben. Und guckst dich mal um. So. Ist doch schon mal sehr gut, weil dann kannst du dich auch schon mal zumindest in die Reh. Also ich möchte 3 Leute da oben schon mal. Ganz schnell. So. Du nach da. Und der gute Stürmler, wenn möglich. Du kommst auch hier hoch. Weil der hat einfach 30 Leben und der kann auch mal ein bisschen tanken, notfalls. Wenn das da oben dann wirklich der Codierer jetzt ist. Nicht das hier. Du bleibst hier. Du bist Unterstützer, du bist Stürmler, du bist schwer. Du gehst hier auch mit hoch. Und die anderen bleiben unten. Mit dem. Dann, wenn das wirklich der ist, können die immer noch hochkommen. Weil ich muss ja erstmal nur einen von beiden safen. Deswegen gehe ich du jetzt noch da. Und du gibst dich noch hier. So, dann schauen wir doch mal. Du gibst dich da an die Tür. Du bleibst da. Du begibst dich nach da. Nach hier. So. Du. Begibst dich nach da. Safest. Du kannst auch safe eine Ruhe. Und jetzt Reihe nach müsst ihr hier hin. Ganz einfach eigentlich. Du noch da. Du kannst safen. Du kannst safen. Und du nach da. Dass wir auch ja nicht keinen Gegner mehr aufdecken, wenn möglich. So. Jetzt muss der Exalt langsam kommen. Zumindest erwarte ich's. Scans zeigen, dass weitere Feindverbände auf Strike One's Position vorrücken. Ja, können sie ja ruhig. Habe ich ja gar kein Problem mit. Ich will nur wissen, welcher jetzt der Verschlüssel sich ist und welcher der Sender. Safen. 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 So. Und jetzt suchst du dir die Position mal. So, da. Du sprintest hier rein.
da. Du sprintest ja rein nach da. Und du sprintest hier rein und verkämst dich hier. So. Zu jeder Seite zumindest mal einen schon mal. Und jetzt ist die Frage, wo sie kommen. Müssen die hoch? Müssen die nach unten? Weil noch kommt keiner. Aber irgendwann werden sie halt kommen müssen, sagen wir es so. Und dann bin ich jetzt auf jeden Fall vorbereitet. Die haben ein bisschen sich Zeit gelassen, ein bisschen zu viel, wie ich finde. Weil die müssen kommen. Ich habe kein Problem. Meinetwegen können wir das ausstehen. So, da sind schon mal neue. So, der kann schon mal schießen. Der trifft auch, einer tot. Also das sind jetzt schon mal nicht wenig Gegner, wie ich finde. Das sind schon mal ein paar. Der ist tot. Sollte er zumindest. Ja, der ist tot. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal. Wer bist du denn? Wo bist du, dass du schießen kannst? Oh, okay. Dann versuch's. Sehr gut getroffen. Immerhin. Du kannst nicht schießen. Du kannst nicht schießen. Du kannst nicht schießen. Du kannst auch nicht schießen. Du kannst nicht schießen. Du kannst nicht schießen. Dann gucken wir doch mal, was sie machen. Also die müssen da ja immer noch hoch. So, der hat auch diese Pheromone. Der macht... Ah, der heilt sich. Wie gesagt, die müssen ja sowieso da hoch. Glaube ich. Oder nach da unten. Nö, anscheinend müssen die da hoch. Und der kriegt... der stirbt. Fertig, da brauchen wir gar nicht drüber reden, der ist tot. Thema durch. So. Der backt da noch ein bisschen rum, als würde er leben, tut er aber nicht. So, hier ist noch eine Rauchgranate. Okay. Dann 42, 22, du kämpfst da Steiße. Ich bin dafür, dass wir die hier auch reinkommen lassen. Muni, haben sie alle noch genug? Fertig. Lassen wir sie kommen. Ich fand die Idee gut, mit dem kommen lassen. So, da kommt noch einer hoch. Der stirbt. Chuck, 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 wieder vier Leute. Bam, 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 tot. Thema durch. Nur für den Fall, dass er noch nicht tot ist, ne? Ist doch wohl klar. So. Da rennt noch einer rum. Da könnte ich gut an die Kante meine Scharfschütze setzen, hätte ich da noch eine Deckung. Aber so nicht. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Kommando. Wow, jetzt schon? Ich habe ja noch nicht mal aktiv geschossen bisher. Doch, einmal. Stimmt, einmal. Der steht da doof. Oh, der wird schon einmal getroffen. So. Du hast schon mal einen umkurvt. Dann hau mal den weg. Der ist tot. Also ich lasse jetzt erst mal die Leute von unten auf die schießen, weil die könnten... Okay, du kannst sowieso nicht schießen. Kannst auch nicht schießen. Dann klopp ihn mal weg. Jetzt haben wir schon mal die Deckung weggenommen. Jetzt kannst du nochmal drauf kloppen, fertig. Das Thema ist auch durch. Du kannst nachladen, du kannst Feldposten, du kannst Feldposten. So, dann warten wir mal. Die müssen immer noch zu uns kommen. So, da versucht einer durchzurennen. Der trifft schon mal nicht. Das, also unsere trifft nicht. Wie ich das nicht so gut finde, ehrlich gesagt.
Der wird getroffen von irgendwas. Ich weiß nur noch nicht so ganz von wem oder was. Tot. Der muss da auf jeden Fall weg, weil der kann da von irgendwas getroffen werden. Und wenn ich nicht weiß, was das ist, finde ich das nicht gut. Du gehst hier mal nach da, aber da müsste noch einer sein. Egal. Der hat keine Deckung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der sollte wohl tot sein. Ja. So, und du... Warte mal, nein. Du wurdest von irgendwas getroffen. Dann geh mal nach da und guck mal. Okay. Ja, wow. Blitzschnelle Reflexe, Thema durch. So, und da der so dreist war, dich abzuschießen und auch zu treffen, ne, darfst du den jetzt auch abschießen. Wie wär's? Fertig, Thema durch. Müsste aber noch ein Gegner da sein irgendwo, wenn ich es richtig gesehen habe. Geh mal eben nach da. Ja. Schießt du mal auf den. Sehr schön. Reicht aber nicht. Wo campt der denn? Da, okay, dann sprinten wir jetzt mal mit dem hier schon mal raus. Du hast zwar nur eine Pistole, hast aber auch 12 Leben, also. Oh, da sind noch welche. Das ist doof. Gut, dass der blitzschnelle Reflexe schon hat. Den habe ich nicht im... gehabt. Also nicht im Blick gehabt, so. So. Der muss auch überleben, fällt mir gerade mal so auf. Das war vielleicht nicht die klügste Idee, den da hinzuschicken unbedingt. Biete dich mal eben als Opfer an. Ach, kannst du nicht. Dann lad mal nach. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, war hier unten noch irgendwo einer. Ich komme noch da. Fuck. Das ist jetzt nicht gut. Oh, fuck. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da noch irgendwo welche sind, weil der sagt, der letzte ist Aufgebot. Oh, fuck. Jetzt kriegt die Scharfschützen derbe Feuer. Da sind auch noch welche drin, ey. Scheiße. Okay. Das könnte jetzt durchaus interessant werden. 85% trifft nichts. Die Scharfschützen tun mir jetzt schon leid, irgendwie. Die kann nämlich jetzt richtig Feuer abkriegen. Und die zerstören jetzt auch freilich ihre Deckung. Der wird schießen, der trifft auch. 5 Schaden. Überlebe, überlebe, überlebe. Ich habe die jetzt ziemlich offen alle hingestellt, das war vielleicht nicht klug. Der wird auch auf die gehen, fuck. Sieben Schaden. Könnte knapp werden. Direkt vor der, da wird ein Crit. Oh, oh. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Okay, immerhin angehittet, immerhin angehittet. Der geht auch auf die. Ne, tut er nicht. Voll viele. Die Scharfschützen wird er gleich erstmal weggehen. Irgendwie in Deckung. Okay, ich muss jetzt leider etwas sehr offensiv spielen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich meine Leute jetzt alle platzieren soll. Irgendwie kann sich nämlich keiner so hinsetzen, dass er vernünftig draufklappen kann. Egal, dann bieten wir ihn jetzt an. Du hast irgendwie nämlich einen wohl umrundet und triffst nicht. Mit 80% Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, Scharfschützen, du stirbst gerade gefühlt. Könntest irgendwie eine Deckung gebrauchen, wo dich keiner töten kann, so schnell. Es ist momentan, die ist gut. So, erstmal. So, jetzt nochmal 85%. Einer weniger. So, du gehst jetzt hier runter. Schon mal.
Du kannst einiges noch ab. So, du hast den umrandet, feuerfrei. 9 Schaden kritisch. Scheiße. Du kommst hier auch runter. Du darfst nämlich den da hinten am besten töten. Obwohl, du gehst jetzt. ...97... ...76... ...56... Na komm, mach ihn tot. Hauptsache, der stirbt. Toter Gegner sind gute Gegner, so. Nö, 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 nö. Ach, du kannst nur auf die beiden, stimmt. Du konntest ja nur auf die zwei schießen. Deswegen ich dich eigentlich ja hier haben wollte, weil du den da wegmachen sollst. So, 83, das könnte reichen. Auch mit einer Pistole, sehr schön. Der war wichtig. Jetzt muss ich mal gucken, dass meine Scharfschützin das in irgendeiner Weise überlebt. Weil die hat zwar immer noch nicht... Ist zwar immer noch nicht raus, aber hat eine bessere Deckung auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Der wird nicht schießen. Er wird sich heilen. Okay. Da ist noch einer. Der wird laufen einmal. Und jetzt spielt man das Spiel ab. Cool. Das ist ja schön. Hatte ich auch noch nicht. Okay, er spielt doch nicht ab. Schießt er. Auf meinen Scharfschützen trifft schon mal nicht. Schon mal gut. Da ist noch einer. Der schießt. Ne, der macht Feldposten. Okay. Kann nur noch der schießen. Aber der muss auch mindestens einmal laufen. Okay, der geht da. Habe ich da oben noch hin? Ja, ein. Der wird auch nochmal schießen. Aber den werde ich gleich hoffentlich wegmachen. Jemand versucht sich Zugang zum Codierer zu verschaffen, Commander. Wir müssen Exalt daran hindern, sonst finden sie heraus, wo sich der Sender befindet. Ja, ja, safe. Komm mal her. Steht sich direkt neben den. Und hopst den Typen da mal eine volle Salve rein. So, der hat noch 6. Du begibst dich jetzt auch wieder hier hoch. Einfach weil Baum. Ich möchte wohl, dass du genau dahin gehst. Oh, da war noch ein Scharfschütze. Hat der schon noch? Okay. Weil dann bist du nämlich im, schon mal in der Nähe zumindest. Du könntest ihm dann auch notfalls helfen nachher. So. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt leckt das schon wieder. Warum hängt das denn jetzt an Dauer? Das ist jetzt alles auf einer SSD. Oh, fuck. Egal, der hat Leben. Das ist okay. Ach komm, als wenn der trifft. Der schießt drüber her, das sehe ich. Und sag ich, drüber her. So. 82, 62, tschüss. Fertig, noch einer weniger. So, irgendwer war noch irgendwie umrandet, habe ich gesehen. Oder? Ach nee, ist er nicht mehr, okay. Dann, du hast noch Sturm und Schuss. Das gefällt mir ziemlich gut sogar. Rael, du kannst dich nur eiskalt irgendwo hierhin verschanzen. Du kommst ein ganzes Stück näher dran. Kannst wahrscheinlich einige Leute ziemlich ärgern. So. Na komm, 75%, das wird wohl reichen, dass einer trifft. Bam, fertig, Thema durch, 14 Schaden. So, du kannst schießen auf den. Ach komm, da reicht ein normaler Schuss, wenn du triffst. Ist aber nicht. Warum trifft ihr denn jetzt? Trefft ihr jetzt alle nicht mehr? Das ist ja traurig. Schieß auch nochmal. Trifft. Schön. So, irgendwo ist noch einer. Stimmt, der oben ist noch da, ne? Sollte aber der letzte dann schon fast sein, ne? So, der kann jetzt nochmal was machen. Solange der den jetzt nicht kritisch trifft, ist das Thema kein Problem für mich. Tut er. Und selbst dann ist es kein Problem für mich. Safe. Feuer frei. Thema durch. 16 Tote. Eats. Okay, nicht ganz Eats, weil ich habe irgendwie vergessen, dass das so viele sind. So 6 oder 7 Stück haben mich irgendwie ein wenig überrascht. Ich habe jetzt auf jeden Fall Captain.
mein zweiter Unterstützer ist jetzt auch fast Colonel, was bedeutet, der ist auch voll gut schon. So, und ich habe einen neuen Lieutenant. Nahkampfspezialist, das ist der dritte übrigens, ne? So, und das war diese Runde. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei XCOM Enemy Within. Bis dann, tschüss!